Hallo, lieber Schütze. Wir wollen einmal einen Kurzblick in deinen November machen. Ich bin lange Zeit nicht da gewesen. Ich war nicht gesund. Ich hatte viel um die Ohren. Ich habe unter anderem eine neue Küche bekommen. Es war rückläufiger Merkur, wir haben Portaltage und das ist immer eine ganze Menge Stoff. Jetzt habe ich aber die Muße. Mal zu schauen, worum es geht. Für den Schütze bitte im November. Das sind nach wie vor kollektive Legungen, kann ich auf jeden zutreffen. Die Zeit ist fließend und über ein Abo, Like und auch Teilen dieses Kanals würde ich mich sehr, sehr freuen. So als Energieausgleich. Für den Schütze bitte im November. Und ein, zwei Klärungskarten nehmen wir da bitte noch. Für den Schütze im November. Worum geht's da? Dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn da? Für den Schützen. Das heißt hier mit dem Widder, mit der 1. Du möchtest was voranbringen. Ne? Da arbeitest du dran. Ist auch Teamwork, also auch Arbeiten im Team. Ne? Und da haben wir die äußeren Umstände, Dinge, die von außen auf dich zukommen und etwas in den Fluss bringen oder auch eine Wiederholung. Ne? Also, das ist wieder der Austausch, das Teamwork und finde deine Mitte mit den Fischen, mit den Gefühlen, den Finanzen. Das könnte auch ein finanzielles Projekt sein. Schauen wir mal weiter. Oha. Erwartung. Ein Moment, da haben wir dich. Oh, wow. Das wendet sich jetzt hier. Vergiss das finanzielle Projekt. Also ich meine, es kann natürlich sein, dass einige Schützen auch finanziell was vorantreiben. Aber da sehe ich, das ist vor kurzem passiert. Da haben wir die romantischen Gefühle. Man erwartet was Gutes. Ich habe hier die Erwartung. Na, und die Heimlichkeiten. Lieber Schütze, wenn du kürzlich jemanden kennengelernt hast und dich dabei ertappst, dass du Gefühle für diesen Menschen aufbaust, na, weil ich habe hier auch achte auf die rote Fahne. Das ist eine Warnkarte. Entweder bist du selber vorsichtig, ne? Weil hier hat das Schicksal irgendwas zusammengeführt. Ne? Du sprichst auch darüber, über deine Gefühle mit anderen Menschen. Aber auch hier die Warnkarte solltest du vielleicht nicht tun. Behalt das für dich, wenn du jemanden kennengelernt hast. Mach das nicht öffentlich. Weil da wäre nämlich das Rad des Schicksals. Du weißt doch, wie das ist, lieber Schütze. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
Solltest du jemanden kennengelernt haben und ihr habt da gute Vibes, ihr beiden, ne? Also gutes Feeling. Dann warte ein bisschen ab, bevor du mit irgendjemandem darüber sprichst. Schau, wie sich das entwickelt, wie das vorangeht. Du willst es ja, ne? Aber lern diesen Menschen erstmal richtig kennen, bevor du da irgendwas öffentlich machst. Schau, wie sich das entwickelt, lieber Schütze. Weil ich habe hier die rote Fahne nach wie vor, die Warnkarte. Sei vorsichtig. Na? Sei dir deiner Gefühle sicher, bevor du da drüber sprichst. Das ist eine Zeitkarte. Warte ab, wie die Dinge sich entwickeln, bevor du mit irgendjemandem darüber sprichst. Weil das kann gut werden. Dieser Mensch macht dich schon glücklich. Gefühle sind ja auch da. Du kennst diesen Menschen auch noch nicht lange. Man kann viel erwarten. Aber trotzdem, vielleicht bist du auch gebunden, lieber Schütze. Und du hast da eine Affäre, also würdest eine Affäre anfangen wollen. Immer noch die Warnkarte, sei vorsichtig. Sprich damit nicht drüber. Warte, wie sich das entwickelt. Es könnte das große Glück werden. Sind gute Gefühle da? Aber sprich da nicht drüber.